Nur eine Kleinigkeit, bitte. Ich brauche Nahrung. Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play. Verpiss dich. Assassin's Creed und ich kann mich gerade nicht konzentrieren, weil ganz viele Bettler. So. Wir werden diesen Turm hier erklimmen. Oh, diesen Typen vorher töten. Oha. Oh. So. Der hat mich echt kommen sehen. Respekt an seine Wenigkeit. Wir müssen Aufträge finden. Einen noch. Ist mir scheißegal, ob ich erlaubt bin oder nicht. Ich muss klettern. Klettern ist mein Leben. Bin halt ein bisschen anders. Ich bin spezial. So, da müssen wir hin. Ja, Alter, hier. Nach links. Ne, ne. Nach links. Nach links. Ja, gut machst du das. Braver Junge. Ja. Und jetzt hochklettern. Genau. Wunderschön. Kein Auftrag. Dann als nächstes, als letztes zu dem. Ne, da hinten ist ja noch einer, ne? Ah, dann gehen wir doch lieber dahin. Los, den Weg. Ich hab's eigentlich. So, wir gehen hier hoch, dann nerven wir uns die ganzen Leute nicht. Geht weg. Geht weg. Wer meckert das schon wieder, hä? Ich hab's verstanden, er hat gesagt, ich darf nicht hier sein und ich bin ein was? Schwein hast du gesagt? Schwein? Schwein, glaube ich, hat er gesagt. So. Ihr habt ja nichts zu suchen. Da hast du meinen Ausweis. Ich darf hier sein. Und die ganze Truppe da unten. So, gleich die nächste Flagge. Wer hat das gesagt? So, hier können wir hochgehen. Ich habe übrigens mal den Sound ein bisschen leiser gestellt. Ich habe gemerkt, der war doch ein bisschen zu laut eingestellt. Das war halt so mein Standard-Lautstärke für die Xbox. Aber die war anscheinend falsch. Wir müssen höher. Voila. Und da haben wir die letzten drei, vier Aufträge. Okay, Taschendiebstahl ist einfach, ne? Machen wir das. Ich sitze nur hier. Alles ist gut. Ein Kreuzzug für was? Ignoranz? Grausamkeit? Wahnsinn! Soll jetzt jemand anderen anvisieren? Gut. Wir haben den Ort gefunden. Es ist genau wie ihr gesagt hattet. Ich schätze, er wird sich selbst darum kümmern wollen. Und das schnell. Am besten sagen wir den anderen nichts. Eine sehr weise Entscheidung. Offen gestanden, ich bin froh, wenn all dies vorüber ist. Bald, mein Freund. Bald. Heute werden die Letzten dem Feuer übergeben. Junge, komm her! Hast du den Brief noch, den ich dir gab? Ja. Dann geh und überbringe ihn. Du findest den Empfänger in der Madrasa. Aha, Feuer, was? Oh, mein Turm ein bisschen leiser, sonst sterbe ich hier. Schubst mich nur rum, ja, ganz genau. Verflucht den englischen König und sein Heer von Ungläubigen. Vor den. Alter,
Ich mach gar nichts. Aber die Geräuschkulisse hier, ne? Wird gerade vor den Augen. Okay, er hat immer Glück gehabt. Eins. Okay. Ich kann da nicht kontern. Schlag dich zusammen. Er ist nicht tot, Freunde. Ich habe ihn nur in die Eier getreten. Es ist ganz normal, dass er am Boden liegt. Ein Messer halten? Was? Achso, da. Aha, weil ich ihn zusammengeschlagen habe. Ich verstehe. Gut. Dann war's das mit den, Informationen. Sauber, ja. Na? Noch jemand aufs Maul? Hä? Zack. Da ist die Rübe ab. So. Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde euch mein... Ja, du schuldest mir einiges. So. Gut. So eine Schande. Warum tut er das wohl? Nein, was ist passiert? Gib mir Jo. Ich glaube, es geht schneller. Was ist das? So, einmal zurück zum Mittelsmann und dann wird getötet. Jetzt sollten wir uns unterwegs nochmal ein paar Wurfmesser besorgen. Ist, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Können ja jetzt so viele tragen. Muss der immer so weit weg sein? So, och, da ist noch eine Flagge. Ich meine, die bringt jetzt sowieso nichts, dass ich die einsammle, aber aus Prinzip. 6 von 100, ey. Und das in jeder Stadt, weißt du? Die drehen doch komplett durch. Verbindungsmann, Mittelsmann, alles dasselbe. Was gibt es Neues? Ich habe viel über meinen Gegner erfahren. Teilt euer Wissen. Jubair ist besessen davon, die Stadt von all ihrem Wissen zu bereinigen. Ein schreckliches Verbrechen. Darum will Al-Mualem ihn beseitigen. Er lässt sich von den Gelehrten der Stadt dabei helfen. Sie ziehen durch die Straßen, schikanieren die Bürger und sammeln alle geschriebenen Werke. Ich fürchte, er will sie alle zerstören lassen. Gebietet ihm Einhalt. Definitiv. Deshalb bin ich hier. Er wird bald ein Treffen abhalten. In der Madrasa Al-Khalasa. Dort werde ich ihn treffen. Dort werde ich ihm ein Ende bereiten. Madrasa Al-Khalasa, okay. Kann ich mir merken, definitiv. Und ich bin weg, tschüss. Die Einzelheiten überlasse ich euch. Ja. Macht der Bruderschaft Ehre. Wolltest du noch was? Ich würde gerne aus der Tür treten. Ah. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ah, Nachforschung beendet. Super. So, dann wollen wir mal zu unserem Ziel gehen und den mal ordentlich wegmeucheln. Das hast du diesmal nicht kommen sehen, ne? Ja, ich bin schon so ein raffiniertes Arschloch. Mittlerweile sind hier echt überall Bogenschützen, ne? Mal ein bisschen dezimieren. Oh, noch eine Flagge. Ach, das ist schon mein Ziel. Ach, deswegen die Bogenschützen. Gut, dann müssen wir auch diesen Turm hier einnehmen. Da
Ich meine, wenn wir schon hier sind. Ich darf nicht. Dann gehen wir halt zu Fuß runter. Jede Schrift in dieser Stadt muss zerstört werden. Mein Freund, das dürft ihr nicht. Viel Wissen wohnt diesen Pergamenten inne. Aus gutem Grund von unseren Vorfahren niedergeschrieben. Und was ist das für ein Grund? Es sind Fanale, die uns leiten sollen, um uns vor der Dunkelheit der Ignoranz zu bewahren. Nein, es sind Papiere bedeckt mit Lügen. Sie vergiften euren Verstand. Und solange sie existieren, könnt ihr nicht darauf hoffen, die Welt in ihrem wahren Licht zu sehen. Wie könnt ihr diese Schriften als Lügen bezeichnen? Es sind Werkzeuge der Bildung. Ihr wendet euch an sie, um Antwort und Erlösung zu erhalten. Ihr verlasst euch mehr auf sie als auf euch selbst. Das macht euch schwach und dumm. Ihr glaubt an Worte. Tintenkleckse. Denkt ihr je darüber nach, wer sie aufgeschrieben hat oder warum? Nein, ihr akzeptiert einfach, ohne zu hinterfragen, jedes Wort. Und wenn diese Worte nun lügen, wie sie es so oft tun, das ist gefährlich. Ihr liegt falsch. Diese Texte sind ein Geschenk des Wissens. Wir brauchen sie. Ihr liebt eure kostbaren Schriften. Würdet ihr alles für sie tun? Ja. Ja, natürlich. Dann folgt ihnen. Die Ratte. Das ging etwas schnell. Jeder, der so spricht wie er, stellt selbst eine Bedrohung dar. Möchte mich noch jemand herausfordern? Gut. Eure Befehle sind einfach genug. Geht in die Stadt. Sammelt alle verbliebenen Schriften und häuft sie in den Straßen auf. Wenn ihr fertig seid, schicken wir Wagen, um sie abzuholen, auf dass sie vernichtet werden. Quasi das Verbrennungsmobil wie bei Simpsons. Ich verstehe. Da haben sie Ideen geklaut. Also die Simpsons wahrscheinlich. Oh. Das ist mal eine neue Aufgabe. Nichts großartig töten, sondern wahrscheinlich erstmal den Kram verhindern, ja? Okay. Machen wir sie alle fertig. Und werfen erstmal ein Wurfmesser. Ist klar. Noch jemand? Das war kein Schlag. Das war ein Pussyhieb. Was willst du denn? Beleidige mich erstmal. Oh, das ist meine Aufgabe. Oder? Ich muss den richtigen finden. Das kann natürlich auch sein, weil die alle natürlich gleich aussehen. Zieh dich! Du auch! Ja, so, da ist er weg. Oh, der war nicht schlecht, mein Freund. Der war nicht schlecht. Aber ich kann auch ganz anders. Es kommt doch, wenn man Faxen macht, weißt du? Erstmal dem Gegner drohen und dann sterben. Ist klar. Oha. Der Klassiker. Ach, der lebt ja noch. Nicht mehr. Ich würde sagen, wir gehen zuerst zu dem da hinten, ne? Ja, dann folgt mir doch, folgt mir doch. Ich will sowieso nur zu dem hier. Ja, sauber. Also sie ist abgehauen. Ah, super. Während deiner Mission wird dir keinen retten. Ist klar. Ach man, ich wollte dich umschubsen. Jungs, das ist immer werfe ich ein Wurfmesser nach euch. Ihr wollt aufs Maul, oder? Da! Bam! Bitch Slap!
Haltet ihn mir vom Leib. Und dann halt mich einfach so ein Verrückter auf. Willst du einen Stein nach mir werfen? Hier, das hast du davon. Was? Wir sehen ihn doch an. Was war das denn für eine Option von mir? Ach, der haut ab. Ah, das war der Richtige. Zieh dich, Bitchlap, hier. Ich hab's zu spät gecheckt, ne? Dass das der Richtige war. Krugträger können leicht ihre Deckung verraten, wenn sie... Ich hab gedacht, der ist irgendwo da und kämpft. Wer ahnt denn, dass er abhaut? Ich meine, ich müsste sagen, ich weiß nicht, ich hab das Spiel mehrmals durchgespielt, aber trotzdem. Na gut, na gut. Wir wissen ja theoretisch, wer das ist. Bürger, bringt eure Schrift! Werft sie auf den Stapel vor mir! Okay, der war's nicht. Dann vielleicht der da hinten. Ihr dürft hier nicht passieren. Will hier gar nicht passieren. Siehst du, ich gehe wieder runter. Das ist anscheinend auch der Falsche. Was, wer bewirft mich da jemand oder so? Au! Zack. Mach ich alle kaputt. Ne? Am einfachsten ist es einfach nur abblocken. Aber schneller geht's natürlich, wenn man gleich drauf schlägt. Mit Schlepp! Oder doch nicht. Och man, das war der Falsche. Mit Schlepp! Bitchlap! So, und jetzt weg mit dir. Es wird einfach immer mehr. Oh, diese langsamen Schläge, ich hasse es. Oh, die können mich parieren und irgendwer ist da. Irgendwo ist da ein Bogenschütze. Mal schön ein paar Bitchlaps verteilen hier. Oh, mein Freund. Nicht mit mir. Nicht nach dem, was du getan hast. Na gut, suchen wir doch mal den richtigen. Tut mir leid, aber nö. Da hatte ich jetzt mal überhaupt keinen Bock drauf. Bin ja schon weg. Ist ja nicht damit zufrieden, ne? Sie erscheinen sie. Na so, der Falsche. Ach Mann! Nicht dein Ernst, ne? Nicht dein Ernst, dass ich so gestorben bin. Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Wie oft sterbe ich, Freunde? Wie? Räumen Sie Bogenschützen und Wachen aus dem Weg. Okay. Wisst ihr was? Das bedeutet Sneaky Attack. Wird jetzt heimlich kämpfen. Niemand wird mich kommen sehen. Wenn ich von den Dächern der Stadt komme. Oder es zumindest versuchen. Die habe ich doch gar nicht gesehen. Ich habe das voll raffiniert gemacht.
Dann pflanze ich mich hier kurz hin, ne? Machen wir jetzt keinen Stress wegen den Pennern. Muss auch mehr auf die Glocken achten. Wenn die Glocken läuten, habe ich den richtigen gefunden. Anscheinend steht er immer woanders. Es ist nicht immer derselbe. Raffiniert programmiert. Heute ist ein ruhmreicher Tag. Oh, das hört sich nach dem richtigen an. Wir werden endlich frei sein. Reinigt euch von diesen bösen Geistern, bevor sie Macht über euch gewinnen. Wähnt euch nicht über ihren schädlichen Einfluss. Anscheinend nicht. Wo bist du? Dann gehen wir mal zu dem da hinten. Ich werde jetzt bestimmt keinen mehr retten. Schweine sollen alle draufgehen hier. Jeder kann mit. Der war's auch nicht. Wir scheinen sicher, aber das täuscht. Grausame Worte führen zu grausamen Taten. Dreht euch um. Das Land der Bösen. Tanz des Adlers, hatten wir die nicht schon mal? Jetzt nicht mehr. Wenn ihr den Verweilen sind. Oh, jetzt haben die mich gefunden. Oh, der war's auch nicht. Das kann ich mir sagen. Ich kann deinen Atem hören, was? Auch noch nie gehört den Spruch. Zwei sind noch übrig, Freunde. Ausschlussverfahren. Ja, versteck dich nur. Mach ich. Zumindest wissen wir, es sind noch zwei übrig. Also so allzu lange kann es nicht dauern. Ich laufe mal ein bisschen langsamer, sonst kommt er. Oder sieht er mich kommen, besser gesagt. Den Worten von Männern und Frauen Glauben geschenkt, die schon lange zu Staub zerfallen sind. Und warum? Warum glauben wir ohne Logik? Ich fasse es nicht. Okay, es kann nur noch einer sein. Es kann nur einen geben, Freunde. Und der ist da hinten. Alles wieder mal typisch, der letzte, ne? Gutes Volk von Damaskus, ihr tut das Rechte. Lasst uns die Stadt von ihrer vergifteten Vergangenheit gesehen, befreien. Was ihr das ist nur auch ihr müsst das Licht erkennen. Ha! Ja, er flieht vor mir, so wie er vor der Wahrheit flieht. Scheiß Kamera, ich sehe nichts. Nicht zu verfolgen, bringt euch nur Kopf. Ich weiß, wer der Richtige ist. Ich werde ihn verfolgen, bis zum geht nicht mehr. Warum habt ihr das getan? Die Menschen müssen frei sein zu tun, woran sie glauben. Wir sollten sie nicht für ihre Gedanken bestrafen. Egal wie sehr wir diese ablehnen. Und dann? Ihr solltet die Antwort am besten kennen. Lehrt sie, gut von böse zu unterscheiden. Sie müssen durch Wissen befreit werden, nicht durch das Schwert. Sie lernen nicht. Zu sehr sind sie auf ihre Wege fixiert. Ihr seid naiv, das nicht zu erkennen. Es ist eine Seuche, für die es nur eine Heilung gibt. Ihr irrt. Und deshalb müsst ihr ausgeschaltet werden. Bin ich nicht wie diese kostbaren Schriften, die ihr retten wollt? Eine Quelle des Wissens, das ihr aber ablehnt. Trotzdem zögert ihr nicht, mein Leben zu nehmen. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. Es ist unerlässlich. Sind es nicht alte Schriften, welche die Kreuzfahrer inspirieren, die Salah al-Din und die Seinen mit gerechtem Zorn erfüllen? Ihre Schriften gefährden andere, führen den Tod in ihrem Banner. Auch ich war bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Das ist nun ohne Belang. Euer Werk ist getan. Und so das meinige. Idiot.
Wissen ist Macht, hat er gerade gezockt. So, erstmal hole ich mir das hier. Und dann bin ich weg. Nein, nein, was zum Teufel? Noch mehr Steine bitte? Ja, super, ich wollte runterklettern. Hat nicht ganz funktioniert. Jetzt rein, verdammt. Ja, wow, sauber. Alte hier, danke. Wow. Special Move. Lasst mich in Ruhe. Okay, wir laufen einfach Richtung Verbindungsmann. Wenn wir einen Ort zum Verstecken haben, bitte. Jetzt sieh durch. Wir sind hier überall Banditen. Was soll das? Ist das hier ein Banditenviertel? Ich dachte, das wäre ein Bürgerviertel. Ich wurde von dem Baum aufgehalten. Ich fasse es nicht. Was ist das denn für eine Folge? Oh Gott, ich bin in der Falle. Noch jemand? Irgendjemand geisteskrank ist hier, ne? Hast du aber Glück gehabt, dass ich gerade eine scheiß Kamerasicht hatte. Die ist nicht viel besser. Aber sie ist gut zensiert. Ja, verpiss dich. Ich muss mich da irgendwie an die Mauer vorarbeiten. Tschüss. Na kommt. Mit Schlepp. Jetzt schweben sie alle schon hier rum. Oh, er hat gekontert. Ah, diese langen... Was ist das für eine Kamerasicht? Ich fass es nicht hier, Bitchlip erstmal. Ich bringe euch um. Ist mir egal, wie lange die Folge wird. Und ihm ist die Puste ausgegangen, deswegen habe ich ihn angegriffen. Wie kannst du glauben, mich besiegen zu können? Hey, diese Kamera, ne? Macht mich hier noch wahnsinnig. So. Seht ihr, was passiert? Jetzt fängt ihr auch schon an zu klettern. Seht ihr, was passiert, wenn man mich zornig macht? Keine gute Idee. Auch keine gute Idee, hier rumzuklettern, weil gleich nebenan diese Penner sind. Aber die sehen mich nicht. Altair, sagt bitte, dass ihr Erfolg hattet. Ja, Jubairs Feuer sind ausgelöscht. Ebenso sein Leben. Wunderbar. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ihr hättet es sehen sollen. Die Gelehrten folgten ihm so bereitwillig. Und es waren nicht nur Schriften, die verbrannt wurden, sondern auch jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Solche Ignoranz dient nur dem Bösen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Wie all meine Opfer glaubte auch er, das Rechte zu tun, den Weg für eine bessere Zukunft zu bereiten. Sicher dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten. Alles, dessen ich in den letzten Wochen gewahr wurde, als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Und deshalb kämpfen wir, um den Krieg zu beenden, auf dass die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Jubair, das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen.
Geht, Altair, kehrt zu Al-Mualem zurück und berichtet ihm von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Der Edensplitter kontrolliert die Gedanken eines Menschen. Vielleicht wurden die einfach auch manipuliert. Vielleicht haben die Templer schon einen Edensplitter. Das Blut eines Schriftgelehrten. Ja, klar. Als würde ich jetzt zurücklaufen. Greifen Sie nach einem Vorsprung, wenn Sie beim Klettern abstürzen. Ich denke mal, ich werde das Ganze ein bisschen geschnitten haben, also wundert euch nicht, wenn ich irgendwie ein paar Sachen sage, die nicht dazu passen. Willkommen daheim, Kind. Was liegt an? Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht. Und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt und ich werde antworten. Warum diese Männer, Jubair und Siebrand? Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen heißt, unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das? Wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns hier hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts wahr und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen? Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja, um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt. Überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung. Sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, alter Ihr. Mit dir auch, verwunderlicher alter Mann. DNA-Synchronisation hinzugefügt. Oder hinzugewonnen, meinetwegen. Rang 8, neue Fähigkeit erlernt. Kurzschwertmeister, Schaden. Huhu. Oh, ich kann sie im Toll. Kann ich sie hier auch noch trainieren. Gut, aber Freunde, das war's für heute. Ich habe das wahrscheinlich ein bisschen zusammengeschnitten. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.